einem bestimmten Punkt musst du dich entscheiden, wer du sein willst. Und niemand kann dir diese Entscheidung abnehmen. KinoCast. Hallo und willkommen hier zur Oscar-Ausgabe vom KinoCast. Wir nehmen nämlich heute am Vorabend der Oscar-Verleihung auf, 2017, am 26.02. Und ich freue mich wie immer sehr, hier die Kate mit in der Leitung begrüßen zu dürfen. Hallo Kate. Einen wunderschönen guten Abend. Ah, sie ist noch nicht eingeschlafen, also sie könnte etwas lauter sprechen. Und der Chris ist auch da. Hallo Chris. Moin. Ja, moin. Am Abend. Nee, sagt man glaube ich. Im Moin Norden geht immer. Sagt man das immer, ne? Geht genau. Immer. Ja, geht immer. Das geht immer. Also schönen Gruß an die Küste. Und vielleicht kommt später noch der Martin dazu. Der war ja vor ein paar Sendungen schon mal mit dabei. Und der wohnt ja auch in Berlin. Und den habe ich nämlich in der vergangenen Woche mal zu der speziellen Pressevorführung geschickt von dem Film Lion, den wir auch schon besprochen hatten im Oscar-Check. Und da gab es eine spezielle Vorführung, wo die Originalperson, auf der der Film basiert, anwesend war und da Frage und Antwort oder so ein Q&A-Session gab es da, also wo der da Fragen beantwortet hat aus dem Publikum und so. Bin ich sehr gespannt. Mal sehen, ob da Martin dann später dazukommen kann. Wir fangen aber schon mal an. Wir hatten nämlich letzte Woche eine Sneak Preview. Da bin ich mal alleine gegangen, weil der Chris war ja in England, hat dort Pokémons gefangen, die ganze Insel leer gefangen. Und ja, Kate war auch nicht mit und deswegen habe ich mir Wilde Maus angeschaut in der Sneak Preview. Wilde Maus ist der neue Film mit Josef Harder. Das ist ein österreichischer Satiriker, slash, ja, Komödiant kann man schlecht sagen, weil das eher nicht so Comedy ist. Wenn man in Deutschland irgendwas mit Comedy sagt, fällt einem sofort irgendwie Paul Panzer oder Mario Barth ein oder sowas. So ein Typ ist der nicht, so ein Schenkelklopfer-Typ, sondern eher so einen ganz subtilen, teilweise ätzenden Humor, fast so ein bisschen in die Richtung wie Breaking Bad zum Beispiel. Also kann nicht jeder drüber lachen und bei mir funktioniert das aber sehr gut. Ich hatte auch in der Sneak schon einen Film von ihm, der hieß Silentium. Und ich weiß gar nicht, was wir noch so hatten. Hier in Stuttgart hatten wir da auch schon einen harten Film in der Sneak. Wisst ihr zufällig, welcher das war? Sonst, ich habe ihn bestimmt verdrängt. Gucke ich mal hier ganz schnell in dem Weiten des Internets hier. Also Silentium hatten wir gehabt. Der Knochenmann, genau, der Knochenmann. Den hatten wir in der Sneak Preview, kann ich mich erinnern. Und kein Komm süßer Tod oder so, den hatte ich damals in der Sneak Preview in Gera, genauso wie Silentium. Während diese Filme, da war der Hauptdarsteller, der Harder, Josef Harder, hat eine bestimmte Rolle gespielt und hat zusammen mit dem Regisseur Wolfgang Murnberger agiert und der Josef Harder hat hier so einen ganz bestimmten Detektiv gespielt, Simon Brenner hieß der. Und das hatte so eine ganz eigene Stimmung gehabt, diese, sag mal, Detektivgeschichte, wo er total in düsteren Gefilden da ermittelt hat. Und jetzt in dem neuen Film ist ein bisschen anders. Zum einen führt Josef Harder hier zum ersten Mal, oder gefühlt zum ersten Mal, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber gefühlt zum ersten Mal selber Regie und spielt selber auch die Hauptrolle. Er ist, ich glaube Anfang 50 und arbeitet bei so einer großen Zeitung als Musikredakteur und schreibt immer so Kritiken über irgendwelche neuen Konzerte, die da aufgeführt wurden oder neue Stücke, die in der Oper aufgeführt wurden und teilweise hat er auch ziemliche Verrisse und manchmal lobt er aber auch, aber das ist eher selten und jedenfalls irgendwann diese digitale Revolution macht halt auch vor dieser Printzeitung nicht Halt. Und es ist irgendwann so, dass sein Chef zu ihm sagt, ja, hör ich zu, du hast ja noch so einen alten Vertrag, du verdienst so viel wie drei junge Redakteure, die da online irgendwas machen und entweder muss ich drei junge Redakteure rausschmeißen oder dich und ich schmeiße lieber dich raus, weil irgendwie dein Zeug will eh keiner lesen, was du da schreibst, so nach dem Motto. Und da ist er erstmal ein bisschen, ja,
das wirft ihn erstmal so ein bisschen raus, weil so nach so vielen Jahren da seinen Job zu verlieren. Und dann ist so ein bisschen wie bei Loriot damals bei dem Film, ich glaube Papa and the Porters war das, wo er quasi in Vorruhestand geht, wo er erstmal nicht so mit sich anzufangen weiß, so ähnlich ist hier auch. Er versucht dann noch seinen bisherigen Lebensrhythmus so ein bisschen beizubehalten. Also er geht früh aus dem Haus, er sagt es halt erstmal seiner Frau nicht, dass er entlassen ist und geht halt früh aus dem Haus und besucht halt auch selber noch irgendwelche Konzerte, für die er aber jetzt bezahlen muss, weil er ja nicht mehr da reinkommt, kostenlos, um da eine Kritik zu schreiben. Und ja, versucht da ein bisschen den Rhythmus beizubehalten. Das funktioniert aber alles nicht ganz so gut. Parallel dazu möchte gern seine Frau von ihm, oder die hatten wohl irgendwann mal das Thema Kinder und sie ist nun auch nicht mehr so allzu jung und irgendwann wollen sie da mal loslegen. Da wird er manchmal angerufen, so nach dem Motto, ja, ich habe jetzt Eisprung, komm jetzt vorbei und leg los und so. Das sind eine teilweise sehr skurrile Situation. Und während er da so rumhängt, so ein richtig Slacker-Typ mäßig, er ist dann meistens beim Wiener Prater, wo halt auch irgendwie so eine Art Rummelplatz mit ist, lernt er so einen Typen kennen. Der wird gespielt von Georg Friedrich. Den haben wir auch schon in diversen Harder-Filmen mitgesehen, in der Nebenrolle oder auch in diesen bayerischen Komödien hier, diese, wie ist das, Winterkartoffelknödel oder so, ne? Also diese bayerischen Detektivgeschichten. Auch ein ganz, wenn man den sieht, da weiß man, wer es ist. Und der spielt so einen Typen, der sich da so durchschlägt, der fährt so eine kleine Eisenbahn auf dem Prater und wird dann aber auch dort rausgeschmissen und das tut ihm ein bisschen leid und der hat immer den Traum gehabt, dort mal so ein Karussell zu kaufen. Das heißt Wilde Maus, also das ist so wie so eine Mini-Achterbahn, wie er ja auch bestimmt von Vasen kennt oder so. Da gibt es ja auch eine Wilde Maus. Und da leiht er ihm das Geld, um diese Wilde Maus wieder flott zu machen. Und seitdem hängt er halt dort immer mit rum und macht da ein bisschen was dran. Deswegen heißt der Film halt auch Wilde Maus. Und da gibt es noch ein paar zusätzliche Geschichten, dass dieser alte Schulfreund Erich, dieser Georg Friedrich, der hat noch eine rumänische Freundin. Das ist aber auch alles eine seltsame Geschichte. Und unsere Hauptfigur, der Georg, heißt übrigens der Josef Harder, der will sich immer noch an seinem alten Chef rächen. Und der wird übrigens gespielt von Jörg Hartmann, den man ja aus diversen deutschen Filmen auch kennt. Und ja, fährt dann halt hin und zerkratzt sein Auto oder macht da irgendwas kaputt. Und dann rüsten die sich gegenseitig hoch. Also der Boss, der installiert dann so Kameras, um da zu sehen, wer das ist und so. Man merkt schon, also die Geschichte ist jetzt nicht irgendwie so, ja, von A nach B und das ist der Weg und da geht's hin, sondern das ist so ein typischer Josef Harder-Film, wo es einfach so der Weg, das Ziel ist, diese ganzen skurrilen Begebenheiten, diese ganzen Gespräche, die dort stattfinden, die teilweise ja sehr, sehr lang gehen auch, die aber teilweise so absurd sind, dass sie einfach total Spaß machen. Das ist halt eine ganz eigene Form von österreichischem Humor. Dieses Wienerisch kommt halt auch immer, ist halt ständig präsent und diese ganz bestimmte Art von österreichischem Humor. Man muss das mögen. Ich denke mal, der Film wird polarisieren. Ich habe jetzt noch nicht in die Sneak-Abstimmung reingeguckt. Ich denke mal, entweder finden die es gut, die Leute, oder finden es total schlecht. Das war ja immer bei den... Also ich habe es gerade offen, ja? Um da mal kurz reinzukrätschen. Und du hast ja tatsächlich, weil du halt diesmal die Umfrage gemacht hast, 0 Punkte mit angegeben. Es gibt 5 Leute, die schon 0 Punkte gegeben haben. Okay. Das sagt einiges. Auf der anderen Seite gibt es 5 auch mit 7 Punkten und 3 mit 8 Punkten. Also kam auch, ja, in, wie gesagt, beide Richtungen. Das habe ich mir schon fast gedacht, ja, dass das so ungefähr so läuft, ja. Naja, bei mir, also ich liege da aber auch so in dem vorderen Bereich, ich weiß gar nicht, was ich gegeben habe, 7 Punkte, glaube ich. Es ist nicht ganz so überzeugend gewesen wie diese Brenner Detektivgeschichten. Ich fand die irgendwie ein bisschen besser, die hat ein bisschen coolere Story gehabt. Hier waren es mir ein bisschen zu viele Abzweigungen und ein bisschen zu viel, ja, einfach Kamera auf irgendwelchen Gesprächen drauf und so. Und war ein bisschen zu wenig Druck in der Geschichte, fand ich. Deswegen von mir 7 von 10 Punkten. Und ja, das dadurch, dass ihr den ja nicht gesehen habt, kann ich ja jetzt euch schlecht fragen. Dann machen wir einfach weiter mit den Sneak-Tipps für die nächste Woche. Chris, wie sieht's denn da aus?
Also der Tipp für die neue Sneak lautet, der erste Song auf dem Album The Pale Emperor wäre ein sehr angemessener Soundtrack. So, und wer wem Pale Emperor was sagt, ist ja quasi Marilyn Manson, oder? Richtig. Ja, ich hatte ja auch irgendwie schon mal... Marilyn Manson-Album und der erste Song heißt Killing Strangers. Okay. Darf ich meinen Tipp abgeben, weil ich habe eine super tolle... Gib mal deinen Tipp ab, mach mal. Also ich glaube, ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass Wolves at the Door kommt. Das ist ein Horrorfilm und der beruht auf den Begebenheiten der Manson-Familie. Falls das jemandem sagt, die Manson-Familie, Serienmörder, USA. Ja, gleicher Nachname wie Marilyn Manson. Also, und es werden Strangers umgebracht, also unbekannte Menschen, durch Zufall ausgewählt. Also wenn der Tipp nicht auf diesen Film passt, dann weiß ich auch nicht. Gab es noch irgendwie andere Tipps? Es gab noch andere Tipps, ganz natürlich. Es wurde unter anderem noch getippt Live und Sleepless. Und dann noch dein Tipp, Erik. Ja, lies mal mit vor, ich habe es gerade nicht auf. Ich weiß es auch nicht mehr. Free Fire. Bitte? Free Fire. Freies Feuer. Ah, Free Fire. Free Fire. Ich weiß nicht, warum du den getippt hast. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Warte mal, jetzt muss ich es mir doch mal aufrufen hier, weil ich habe ja meistens auch den... Du hast einen YouTube-Clip gepostet. Ja, okay. Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir auf jeden Fall ein paar YouTube-Trailer angeschaut. Die anderen Sachen, die ich so gesehen habe von den anderen, die klangen für mich sehr naheliegend. Deswegen, ich habe nur einfach mal noch einen zusätzlichen Tipp mit reingeworfen in die ganze Runde. Ja, okay. Mhm. Naja, schauen wir mal, was davon eventuell dann morgen kommt. Hauptsache, es kommt irgendwas, was mich ein bisschen mitreißt, weil wenn ich jetzt die Nacht durch die Oscars gucke, morgen dann noch arbeiten gehe, ich kann zwar ein bisschen länger schlafen, aber trotzdem. Und dann abends, wenn da irgendwas Langwieriges kommt, dann weiß ich noch nicht. Naja, was haben wir denn so für Filme gesehen? Du hast ja ein bisschen was geguckt, sehe ich hier, Kate. Ja, ich habe ein bisschen was geguckt, weil ja auch, ich bin ja auch ein Oscar-Freund, ja. Und wir haben ja schon die ein oder anderen Oscar-Filme besprochen. Und ich habe mich jetzt auch mal an La La Land und an Lion ran gemacht. Und ich habe erst La La Land geguckt und dann Lion. Und das war eindeutig die falsche Kombination. Ich hätte erst Lion und dann La La Land gucken sollen. Weil La La Land, wie wir ja schon mal drüber gesprochen haben, ist ein sehr, sagen wir mal, ein sehr fröhlicher Film. Alles in allem mit der Musik und dem Gesang. Und ich fand den Film auch wirklich gut. Aber ich kann auch verstehen, dass viele sagen, dass die Anzahl der Nominierungen für einen Oscar unverständlich ist. Gebe ich genauso. Also der Film ist wirklich toll. Also die singen toll, die Story ist einfach. Kann man jetzt nicht sagen, dass die wirklich tief geht. Der Hauptsong, wie hieß er? City of Stars. City of Stars ist wirklich ein toller Song, der sich durch den ganzen Film zieht. Also rundum ein schöner Film, aber 14 Oscar-Nominierungen, da weiß ich nicht so genau. Und nach diesem schönen, fröhlichen Film habe ich mir dann Lion angeguckt und der hat mich mitgenommen. Das ist eine unglaublich tolle Geschichte von unglaublich tollen Schauspielern erzählt. Erik, du hast von diesem Jungschauspieler geschwärmt, der kleine Junge spielt. Der ist der Wahnsinn, der ist so toll. Wirklich. Und der spielt es so herzzerreißend. Aber auch der Hauptdarsteller dann, also der die Rolle als Erwachsener spielt, der ist einfach prima. Ich mag den Jungen. Der macht es so toll. Ich habe den schon in anderen Filmen, fand ich den so gut. Also mir hat das echt richtig Spaß gemacht, den Film anzugucken. Aber dauernd irgendwie so ein beklemmendes Gefühl, weil man ja weiß, dass es wieder mal auf einer wahren Begebenheit passiert ist. Und toller Film. Also ich hätte vielleicht danach erst La La Land gucken sollen, um mich wieder glücklicher zu machen, um mich wieder aufzubauen, weil der doch schon sehr, sehr traurig ist, der Film Lion. Und Dich hat jetzt La La Land nicht so sehr mitgerissen und begeistert, höre ich daraus? Ich fand ihn schon gut.
Also ich mag ja so Filme, die mal was anderes machen, ja. Oder auch diese, also da gibt es ja irgendwie diese, so eine Art, wie so eine Art Traumsequenzen, wo sie natürlich irgendwie fliegen oder sowas. Das fand ich alles ganz cool gemacht, ja. Ich fand auch die Musik gut. Also der Score von dem Film ist der Wahnsinn. Gar keine Frage. Aber ich finde Filme wie Lion oder so, die bleiben bei mir mehr im Kopf. Also ich fand La La Land ganz nett. Ich würde mir auch den Soundtrack noch irgendwie im Auto anhören und ein bisschen mittrellern. Aber die Story ist halt, die Story hat man schon 10.000 Mal gesehen. Weißt du, ich meine? Das ist so eine Grund-Love-Story, die einfach mal auf eine andere Art und Weise erzählt wird. Ja, also es ist wirklich gut gemacht. Die tanzen auch toll. Also wirklich rundum ein guter Film, keine Frage. Ja, aber dass er so polarisiert und die Oscars so hypen, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also, Ja, aber ich kann trotzdem, ich habe ja jetzt auch wieder die Oscars getippt, also bei meinem eigenen Tippspiel habe ich heute mitgemacht, bevor ich es geschlossen habe. Und ich kann zumindest jede Nominierung schon irgendwie nachvollziehen, warum die das gemacht haben. Also jetzt meinst du für La La Land direkt die Nominierungen? Genau, ich kann jetzt nicht sagen, boah, aber hier diese Nominierung, nee. Also ich kann jede einzelne von den 14 kann ich schon irgendwie nachvollziehen, wo ich sage, okay, ja. Wenn du sie mit den anderen Nominierten vergleichst, immer noch? Ja, schon irgendwie. Also der ist ja auch in Kategorien nominiert, was weiß ich, bestes Make-up oder Set-Design oder sowas. Ja. Das wird wahrscheinlich ein anderer Film gewinnen. Aber das ist einfach so, die anderen, die nominiert sind, plus La La Land, und dann war nicht mehr viel, wo man sagen könnte, hey, da hätte noch irgendein dritter oder ein sechster, siebter Film irgendwie das verdient gehabt, den Platz von La La Land in dieser Kategorie einzunehmen. Ja, also okay, von den Nominierungen her kann man sagen, okay, aber wenn der jetzt tatsächlich wirklich, sagen wir mal, 10 von 14 Oscars gewinnt, dann wäre das für mich nicht verständlich, weil es viele andere nominierte Filme, die mehr Anerkennung verdient hätten. Also das ist natürlich meine Meinung, ja. Das ist ja, jeder sieht das ja anders. Es gibt Leute, die finden den Film Lion vielleicht total furchtbar, ja, und finden diese Art von Film furchtbar schlecht oder interessieren sich überhaupt gar nicht dafür. Natürlich gibt es immer. Aber ich weiß nicht, ob das an meinem Alter liegt, dass ich endlich denke, dass das Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen, finde ich, eine größere Wichtigkeit haben als ausgedachte Filme. Weiß ich nicht. Vielleicht liegt es daran. Aber ich würde es nicht verstehen, wenn La La Land so viele Oscars gewinnt, wie sie Nominierungen hat. Da würde ich mir andere Filme wünschen. Also die wegen den Realgeschichten, die verfilmt worden sind, die haben natürlich immer gute Chancen bei der Oscar-Nominierung, weil natürlich auch viele Leute so denken, dass sie sagen, ja, da liegt eine wahre Geschichte dahinter, das ist wirklich so passiert, dann nimmst du diesen Film ganz anders auf, als wenn du denkst, ja, das hat sich irgendjemand ausgedacht. Ja, ich finde auch, also jetzt gerade bei Lion, ich habe das gestern schon mal angemerkt bei dir, der ist von vorne bis hinten auch durchdacht, der Filmtitel ist durchdacht. Ja, das ist alles. Ich finde auch, irgendjemand hatte mal gemeint, dass er den Monolog von Nicole Kidman so furchtbar fand. Ich fand den hervorragend, der war so wichtig für diese Geschichte. Das war, glaube ich, der den etwas... Hast du den echt so schlimm? Ich fand ihn ein bisschen auf Oscar getrimmt. Ja, aber das war so wichtig. Egal, ob das jetzt der hätte ja auch außerhalb der Oscars kommen können, und ich fände den Monolog wichtig, weil das einfach, das ist das, was die Menschheit bewegen muss. An das wir denken müssen, immer wieder. Und für die Geschichte fand ich diesen Monolog sehr wichtig. Für die ganzen Beweggründe, den auch sie hatte, also die Rolle. Ja. Ich fand das schon ja, wichtig. Ich kann es nicht anders sagen, wichtig. Ja. Ich fand das gut. Ja. Okay. Ich habe auch noch einen Oscar-Film gesehen. Nämlich Moonlight, oder ich habe eigentlich noch zwei Oscar-Filme gesehen, über Moonlight rede ich ein bisschen länger, und ich habe noch gesehen Mein Leben als Zucchini, der ja nominiert ist für den besten Animationsfilm, und gestern Abend haben wir in der ganzen Familie auf Sky irgendwie Zoomania nochmal geguckt, der ist ja auch nominiert, und dann habe ich auch die Animierten, glaube ich, fast alle durch, ja, weil Kubo habe ich geguckt, genau.
Fangen wir aber erstmal an mit Moonlight. Moonlight hatte mir noch gefehlt bei den Nominierten für den besten Film. Ich habe dann damit alle gesehen. Bei Moonlight, Moonlight ist eine dreigeteilte Geschichte, die auch quasi am Anfang sieht man, was so in der Kindheit passiert. Dann sieht man so ein bisschen, ja, sag mal, so heranwachsender Junge und dann als Erwachsener. Und wir kriegen einen kleinen Jungen vorgestellt, auch fast so ein bisschen wie bei Lion, ja. Siehst einen kleinen Jungen, der wirklich in einer absolut üblen Gegend aufwächst. Der Junge heißt Chiron und der wohnt in Miami, in, ich glaube, Liberty City war das. Da bin ich sogar schon durchgefahren. Da habe ich auch gedacht, oh, hier darfst du echt nicht aussteigen. Also es ist wirklich, wir haben uns da ein bisschen verfranzt gehabt und sind dann irgendwie einen falschen Weg gefahren und sind dann aber Gott sei Dank auf der Hauptstraße geblieben. Aber selbst die Hauptstraße war so, da hast du gehofft, dass die Ampeln grün bleiben, also dass du dann nicht anhalten musst. Und dort ja, wächst er in dem Film auf und wir sehen, wie er sich am Anfang mal von irgendwelchen Mitschülern bedrängt in so ein Haus reinflüchtet, so eine übelste, ja, so ein altes, verfallenes Gebäude, wo sich immer irgendwelche Leute ihre Drogen konsumieren. Und da wird er gesehen von einem älteren Mann, der selber Drogendealer ist. Der heißt Juan, hat kubanische Wurzeln und der kümmert sich dann so ein bisschen um ihn und seine Frau wird gespielt von Janelle Monae und die haben wir zuletzt gesehen bei Hidden Figures. Die war eine von den drei Frauen, also die, sag mal so, die hübscheste von den drei Frauen, die wir da gesehen haben bei Hidden Figures. Die spielt hier auch wieder mit. Die ist damit in zwei Oscar-nominierten Filmen enthalten. Ja, Hidden Figures ist ja auch nominiert und eben jetzt dieser Moonlight. Und die beiden nehmen sich so ein bisschen dem Jungen an und am nächsten Tag, als sie dann erfahren, wo er wohnt, weil am Anfang will er gar nichts sagen, weil er so schockiert ist, was da passiert war, bringt der Drogenhändler, der Juan, bringt ihn zurück zu seiner Mutter und sie ist erstmal völlig außer sich und was soll das und nehmen sie ihr einfach das Kind und so. Er sagt dann ja, hat sich aber nicht vorher irgendwie gesagt, wo er wohnt, er wollte eigentlich gar nichts sagen. Und die Mutter, die driftet dann nach und nach immer mehr ab. Also die hat dann auch irgendwie wechselnde Beziehungen und nimmt auch immer mehr Drogen, immer härtere Drogen bis hin zu irgendwelchen Crack und so, sodass sich der kleine Junge immer häufiger zu diesem Drogenhändler und zu seiner Frau, ja, quasi flüchtet. Und wenn seine Mutter wieder mal ihm sagt, dass er in der Nacht nicht zu Hause bleiben kann, weil sie da irgendwelchen Besuch erwartet, dann geht er halt dorthin. Und das ist halt so ein bisschen eine komische Situation, zumal ja auch seine Mutter Drogen konsumiert, die dann irgendwie über Dritte dann auch von diesem Drogenhändler kommen. Ja, und es ist schon ein bisschen eine komische Situation. In der Schule wird er immer noch ziemlich hart rangenommen, weil er ist eher so ein, ja, schmächtiger, schwächlicher und so ein typisches Opfer, was sich einmal die Kinder dann ausgeguckt haben, den sie immer drangsalieren und die anderen Kinder, die sind schon langsam ein bisschen größer dann, die sind halt dann sehr sportlich und haben dann auch schon irgendwie, sind kräftiger und er ist halt total schmächtig und ist halt dann immer dran. Im nächsten Schnitt sieht man dann schon, im nächsten Kapitel, sagen wir so, sieht man dann schon, wie er ein bisschen älter ist und er ja, ist dann so ein Heranwachsender, ich sag mal Pubertät, so ungefähr die Ecke. Und wir kriegen so nach und nach so ein bisschen mit, dass er weiß noch nicht genau, wo er hin will, ob er jetzt eher so auf Frauen steht oder eher doch auf Männer oder sowas, aber er stellt sich halt die Frage selber auch nicht so richtig und gerade in diesem Milieu, wo er aufwächst, wäre das auch eher verpönt oder ganz, dann wäre er noch mehr dran, sagen wir so, wenn er sich da irgendwie probieren würde oder sich irgendjemand zu nähern oder irgendwas, deswegen versucht er da gar nicht erst und das bringt ihn halt in sehr, sehr schwierige Situationen auch. Und als er dann doch mal jemanden kennenlernt, dem er sich ein bisschen nähert, gibt es dann auch danach eine relativ heftige Situation, die ich jetzt mal nicht verraten möchte. Und was dann auch in dem dritten Kapitel passiert, wo er dann erwachsen ist, das will ich auch mal gar nicht mal verraten. Also, weil das wäre dann sonst zu viel. Weil die Geschichte baut aufeinander auf. Wenn ich da jetzt irgendwas sage, was da passiert, dann kann man sich schon ungefähr denken, welche Richtung das nimmt. Das möchte ich jetzt einfach mal nicht.
der Film hat mir auf jeden Fall ziemlich gut gefallen. Es ist vom Gefühl her ein sehr, sehr einfach gemachter Film. Also es wirkte so wie so ein Independent-Film, der mit relativ wenig Mitteln entstanden ist und hat aber nichtsdestotrotz fand ich diese Nähe an dem Milieu, fand ich wirklich extrem spürbar. Also die haben auch wirklich on location gedreht, also nicht in irgendeinem Studio, sondern die waren halt wirklich draußen im Ghetto und haben dort gedreht, wo teilweise dann im Hintergrund quasi ganz in Anführungszeichen normale Leute waren. Haben da nicht irgendwie, wie sonst bei Filmen üblich, da irgendwie halbe Stadtbezirke abgesperrt. Und das hat man auch den ganzen Film über gespürt, dass die wirklich Szenenbilder genutzt haben, die wirklich vor Ort waren. Also irgendwie die Schule und alles, was da so war, war halt wirklich das, was tatsächlich da war. Und das hat sich halt alles sehr, sehr echt angefühlt. Und die Geschichte war schon extrem erschütternd, was so nach und nach passiert ist. Dem armen kleinen Jungen, also von Anfang, dem passiert wirklich von als kleiner Junge übers Heranwachsen, passieren wirklich nach und nach wirklich schlimme Dinge. Der muss einiges mitmachen, wo man sich auch fragt, ja, das kann eigentlich nicht spurlos an irgendjemand vorbeigehen. Und gerade dann, dass er selber auch mit seiner eigenen Identität nicht so richtig klar ist, was er eigentlich will und wie er eigentlich da drauf ist und was er eigentlich vom Leben will und so. Das kommt dann halt auch noch mit dazu, dass er wirklich so in so einem Strudel gefangen ist, wo er eigentlich gar nicht mehr weiß, wie kommt er da überhaupt raus oder in welche Richtung will er überhaupt schwimmen. Und fand ich ziemlich gut. In meiner Rangliste, jetzt muss ich den ja irgendwie einsortieren, ich habe ihn noch nicht einsortiert, ich finde La La Land trotzdem noch besser, so von dem, wie es mich begeistert hat, weil es irgendwie was ganz Eigenes war. Ich glaube, Arrival fand ich auch noch besser. Ja, ich ordne den mal nach Arrival und vor Fences ein. So. Das heißt also, meine abschließende persönliche Oscar-Liste ist auf Platz 8 Hacksaw Ridge, Platz 7 Hell or High Water, Platz 6 Lion, Platz 5 Fences, Platz 4 Moonlight, Platz 3 Arrival, Platz 2 La La Land und am besten gefallen hat mir Manchester by the Sea. Ist aber nicht mein Tipp, weil mein Tipp ist, dass La La Land den Oscar kriegt. Weil das einfach, Film. Ja, weil das einfach eine Geschichte ist, siehe The Artist oder irgendwas. Die Academy, die mögen einfach Filme, die über sie selbst sind. Deswegen. Aber wenn es nach einem Gefallen geht, Manchester by the Sea, absolut überragend. La La Land. Eigentlich kann man sich alle angucken. Also von denen, die als bester Film nominiert waren, war dieses Jahr keiner dabei, wo ich gedacht hätte, boah, der wirklich und so. Wirklich alle top. Hat mir sehr gut gefallen dieses Jahr, die Oscar-Season. Und okay, Thema Oscar, dann mache ich gleich noch meinen zweiten und dann kommen wir zu eurem. Ich habe noch geguckt, Mein Leben als Zucchini. Und hier habe ich als erstes gedacht, oh Gott, was erwartet mich da, ne? Oh, Mein Leben als Zucchini. Der Titel ist ja schon irgendwie ziemlich komisch und ich glaube, es ist ein Übersetzungsfehler. Ich glaube, das soll eigentlich heißen, irgendwie so nach dem Motto, ich oder mein Leben, ich der Zucchini oder sowas, weil die Hauptfigur wird mit Kosenamen Zucchini genannt, also Courgette im Französischen. Das ist auch ein französischer Film, glaube ich. Also es stand zumindest sehr viel Französisch da. Kann auch sein, dass es Belgisch ist oder so. Wir sprechen ja auch viel Französisch. Es ist ein Stop-Motion-Animationsfilm, genauso wie Kubo, wobei hier hat man es deutlicher gesehen. Bei Kubo habe ich es ja irgendwie gar nicht so richtig mitbekommen, dass es Stop-Motion ist. Und hier bei dem Film ist es so, es geht um einen kleinen Jungen, der auch eine ganz, ganz schwierige Kindheit hat. Das wird uns kurz gezeigt. Er lebt quasi so auf dem Dachboden in einem Haus und seine Mutter, die trinkt ganz viel Bier und hat auch manchmal irgendwelche Typen da. Und so niedlich wie der Film aussieht, hat er wirklich von Anfang an eine absolut harte Story. Also ich habe hab auch was gedacht, so na, sieht da alles ganz knuffig aus und so, aber wirklich dann sofort harte Story. Es ist dann so, dass er aus Versehen seine Mutter umbringt, ja, der kleine Junge. Und passiert ein Unfall. Er macht da so eine Tür zu und sie steht da gerade irgendwie auf der Treppe und dann kommt er ins Heim
Also erstmal auf die Polizei und dann kommt er ins Heim. Und in diesem Heim gibt es noch ein paar andere Jungs und Mädchen. Also eine kleine Gruppe, ist jetzt keine riesige, kein riesiges Heim oder sowas. Eine kleine Gruppe und da gibt es halt einen so absoluten Anführer, so ein Rüpel, der dort ist. Und dann gibt es eine, die ja, ist eher so ein bisschen autistisch oder hat zumindest ja, eine sehr starke Störung. Und noch so ein paar andere Kinder. Und wir erfahren dann auch so nach und nach, was so die Vorgeschichte ist von den einzelnen Kindern, die dort in dem Kinderheim sind, was die dazu oder in das Kinderheim geführt hat, was da für ein Schicksal zugrunde liegt, was auch ziemlich erschütternd ist für so einen Film, der so relativ niedlich aussieht eigentlich die ganze Zeit und sieht halt alles so ein bisschen aus wie beim Sandmännchen, wenn die da so mit ihren Autos da rumfahren und so, ne? Aber die Story ist wirklich beinhart, ne? Und er lernt dann noch ein kleines, wird dann noch ein kleines Mädchen eingeliefert in dem Kinderheim und mit der versteht er sich anfangs sehr gut. Und die hat auch ein ziemliches Päckchen zu tragen und sie soll wieder zu ihrer Tante zurück, weil die einfach das Geld haben will für die Betreuung und die Tante ist aber total furchtbar und schlägt sie und misshandelt sie und so und da will sie nicht zurück, aber sie hat da wahrscheinlich keine Möglichkeit, wenn die Tante dem Richter das irgendwie gut darstellt, dann muss sie da hin und dann versucht er ihr zu helfen. Und wirklich ein ziemlich starker Tobak für so einen Film, der so knuffig aussieht und hat mich ziemlich mitgenommen. Allerdings im Bereich Animationsfilme, ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe, aber ja, im Bereich Animationsfilm hat mir doch Zoomania irgendwie am besten gefallen, weil da war für alle was dabei. Das war jetzt nicht so ein wirklich erwachsenen Film, der eher mit solchen, auf so eine infantile Art gemacht war. Und Kubo ist auch noch weiter vorne und auch selbst dieses Vaiana. Also wenn ich da eine Rangliste machen würde, wäre Platz 1, was mir am besten gefallen hat, Zoomania, Platz 2 Vaiana, Platz 3 Kubo und Platz 4 wäre dieser Film. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz sehr sehenswert. Vielleicht auch dadurch, dass er nur eine Stunde geht, vielleicht auch mal ganz gut so für die Schule oder so, Chris. Vielleicht, wenn ihr irgendwie so bestimmte Themen, andere Lehrer, jetzt nicht gerade Matheunterricht. Danke, ja. Aber weil da wirklich einige Themen aufgegriffen werden, gerade so für einen Ethikunterricht oder so oder irgendwas. Sehr, sehr gut gemacht, extrem gut, gut dargestellt. Aber in dem Bereich hier mit den besten Filmen und so, wird er, glaube ich, so nicht mithalten können. Aber gut, guter Film. So, und ihr habt noch Ouija geguckt, das Hexenbrett, der neue Film. Genau, wir haben eine Rezensionsliste bekommen. Yeah. Und zwar zu Ouija 2, Ursprung des Bösen. Wer sich vielleicht mal erinnert, es gab vor längerer Zeit mal einen, sagen wir mal, einen neueren Ouija-Film. Es gibt ja sehr viele Ouija-Filme. Aber es gab mal so einen mit so Teenagern in so einem Haus. Und der war furchtbar. Also der hat auch wirklich, ist total untergegangen. Er war wirklich schlecht. Und jetzt ist das quasi die Vorgeschichte dazu. Es wird erklärt, das Haus wird ins Spiel gebracht und wie das Ouija-Brett in das Haus kam. Und so. Das wird halt alles erklärt. Die Story ist an einer Hand erzählt. Es ist eine Familie, die wohnt in dem Haus. Die versuchen Geld zu machen, nachdem der Vater gestorben ist, indem sie den Leuten erzählen, sie würden mit ihren verwandten Toten sprechen und das aber alles so ein bisschen faken und aber es eigentlich so verkaufen, dass es was Gutes ist. Also die Mutter erzählt ihren Kindern, dass es richtig ist, was sie tun, weil sie den Menschen damit Frieden geben und sie glücklich machen. Und das Ganze geht dann ein bisschen schief, weil sie dann tatsächlich mal einen Geist rufen. Und der keine guten Absichten hat. Und der nimmt dann von der jüngsten Tochter Besitz an. Das ist die Story. Das ist wie jeder andere Ouija-Film. Man hat die Regeln nicht eingehalten und die Hölle bricht über einen herein. Wobei ich persönlich, ich weiß nicht, wie der Christus gesehen hat, ich fand den sehr langweilig, wenn man das so sagen darf. Ich hatte mir ein bisschen mehr Schockeffekte erwartet. Ich fand, der kam auch nicht so richtig in Tritt, also er hat sich sehr, sehr viel Zeit genommen, die Geschichte zu erzählen, die jetzt aber auch, wie gesagt, nicht der absolute Hit war. Die Schockeffekte, die er hatte, waren ganz gut platziert, muss man schon sagen, darf man auch mal ein Kompliment aussprechen.
Aber alles in allem war es ein sehr, sehr schwacher Reacher-Film. Also da hatten wir schon schönere, bessere und gruseligere, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, was der Chris dazu sagt. Das ist relativ einfach, was der sagt. Ich habe mich eigentlich 99 Minuten lang gelangweilt bei diesem Film. Und lustigerweise dauert der Film auch 99 Minuten. es sind ein paar nette Szenen drin, mit denen man hätte arbeiten können. Ein paar einfach ja, schöne Sachen, schön dargestellt, gerade mit dem Kind und alles. Aber es kommt irgendwie, also es kam bei mir nie Spannung auf, es kam nie Gruselwusel auf, es kam nie irgendwas auf. Es war mehr so, ja, nett, ja, puh. Ja, das Problem auch darin, dass man halt schon viel zu viele Filme mit diesem Thema hat. Jeder weiß, wie die Regeln zum Reacher sind und jeder weiß, was passiert, wenn man durch dieses Auge von dieser La Blanche, irgendwie sowas heißt es doch, durchguckt, durch das Glas. Und das sind alles so, nee, mach das jetzt nicht. Oh Mann, du hast die Regeln missachtet. Es ist einfach so fürchterlich vorhersehbar auch. Also ja. Du weißt, okay, jetzt kommt das. Und wenn ich jetzt da durchgucke, sehe ich bestimmt einen Geist und da ist er auch schon. Und wenn das jetzt so ist, dann ist das so und dann kommt bestimmt der noch und dann. Und ich weiß nicht, ich wurde während diesem Film das Gefühl nicht los, dass die auch genau wussten, okay, wir haben jetzt hier ein total tolles Material und es läuft total gut, aber wir kriegen es irgendwie nicht gebacken. Wir haben eigentlich keine wirklich neue Idee. Es drohte zwischenzeitlich abzudriften in einen Exorzismus. Aber nee, war nicht meins. Noch zum Thema Besetzung. Die Besetzung fand ich jetzt allerdings nicht ganz so schlecht. Die Mutter wird nämlich gespielt von Elizabeth Reaser, die wir die ein oder anderen aus Twilight kennen oder aus Grey's Anatomy. Also das Gesicht ist definitiv bekannt. Die ältere Tochter wird gespielt von Annalise Basso, die wir zuletzt, also ich habe sie zuletzt gesehen in diesem unsäglichen Film Captain Fantastic. Da hat sie eine von den Töchtern gespielt. Und das junge Mädchen kannte ich jetzt noch nicht, die Lulu Wilson, die kannte ich jetzt noch nicht, wobei ich die tatsächlich als beste Schauspielerin empfand. Die hat ihre Rolle der Besessenen ziemlich gut gespielt. Ansonsten, ja, es gab noch einen Freund und einen Priester und was weiß ich, aber das ist alles nicht der Rede wert gewesen. Ansonsten gab es einen Gastauftritt von einem Harry Potter Schauspieler, den man aber schon wieder vergessen hat. Und ja, ansonsten, das war nicht so der. Also, er war besser wie diese Teenager-Variante vor ein, zwei Jahren. War das schon eine bessere Geschichte dazu, aber das Thema Ouija ist einfach durch, meiner Meinung nach. Also gibt es einfach zu viele inzwischen, zu viele Filme zu dem Thema. Also. Okay. Weiß nicht, muss ich dem Punkte geben? Muss nicht. Ach, ich gebe ihm 3. Ja, ich wäre nämlich auch so weit unten. Echt? Mhm. Ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, er hat mich einfach gelangweilt. Also das Problem an den Horrorfilmen heutzutage ist, dass es wirklich richtig gute gibt. Und es gibt richtig gute, wie zum Beispiel Insidious. Und ich rede hier vom allerersten Insidious. Der hat mich zum Schreien auf dem Sofa gebracht. Ja? Und daran messen sich jetzt quasi alle anderen Horrorfilme. Und im Gegensatz zu Insidious war Ouija eine Schlaftablette. Also, das ist erst echt schade. Man kann aus dem Thema sehr viel rausholen, aber es ist jetzt einfach inzwischen durch. Bitte lasst es. Keine Ouija-Filme mehr. Oder wenn, dann halt mal richtig auf die Kacke hauen, aber nicht so. Ja, aber ja, genau so richtig. So. Also ich fände, es gibt in einem Film, ich weiß nicht mehr wo, gibt es mal so eine Art Perspektivenwechsel. Da geht die Kamera quasi auf den Spiegel zu und durch den Spiegel durch und dann ist alles spiegelverkehrt. Und so eine Variante würde ich gerne mal von Ouija sehen, wenn man durch dieses Auge von diesem Brettteil da durchgeht, dass man einfach mal 5 Minuten, 10 Minuten nur diese Geisterwelt hat, wie sich alles drumherum um die Leute, die da leben, bewegen. Sowas fände ich mal ganz gut, mit einem coolen Kameraeffekt. Aber, ja, weiß nicht. Muss ich vielleicht mal selber einen Film schreiben? Mach das mal. Genau. das war doch diese
Ich glaube, das war diese Rezensions-DVD, wo irgendwie drauf stand, dass wir die nicht irgendwie weitergeben dürfen, ne? Oder? Sonst haben wir ja immer die Dinger verlost. Okay, da dürfen wir es diesmal... Nee, da wird auch immer eingeblendet, Eigentum von Ach, und du so. Du meine Güte, echt? Okay. Ja, ja. Also dürfen wir das diesmal leider, den ihr so gut bewertet habt, diesen Film, dürfen wir euch leider nicht zugänglich machen. Pech gehabt für euch, liebe Hörer. Aber wir haben einen neuen Film bekommen, eine richtige... ganz normale Retail Blu-ray, wie es so schön heißt. Den hat der Chris gerade, weil Chris und Kate sind ja unsere Superhelden-Experten. Und da geht es nämlich um einen Superhelden. Was das ist, verraten wir euch dann nächste Woche. Und dann könnt ihr dann auch die Blu-ray gewinnen. Okay, ich habe noch einen Film geguckt, nämlich John Wick 2. Das werde ich jetzt mal relativ kurz abhandeln. Hat mir nämlich nicht gefallen. Ich fand ja den ersten so gut. Jetzt dachte ich, jetzt gucke ich den zweiten mal an. Aber nee, also der schließt quasi direkt an den ersten Teil an und ich dachte, oh ja, das wird gut und so, ne? Aber, also irgendwie kommt da so ein Typ da aus der Versenkung und der hat dann noch so eine Münze und sagt halt ja, weil der John Wick will sich ja eigentlich da wieder rausziehen aus der ganzen Geschichte mit Auftragskiller und so. Und der Typ hat dann aber so eine Münze und die Münze, die sagt halt, dass irgendjemand da eine Schuld hat, die eingelöst werden muss und wer so eine Münze hat und will die eingelöst haben, dann muss der andere, der die Schuld quasi, der muss halt quasi die Schuld begleichen. Das sind halt meistens, wenn man irgendjemands Leben rettet oder irgendwas, kriegt man so eine Münze von dem anderen und so kommt halt jemand auf ihn zu und der sagt, ja, du musst nach Rom und musst da so eine Frau umbringen, weil da gibt es irgendwie so eine Gesellschaft, so ein Gremium von Auftragskillern und da ist irgendwie die Schwester von dem, will da irgendwie die Chefin werden und das will der nicht und ach, das, nee. Und dann sitzt natürlich John Wick wieder zwischen allen Stühlen und sind dann diverse Leute hinter ihm her und dann auf ihn ist dann ein großes Kopfgeld ausgesetzt und trotz, dass hier diesmal sein alter Matrix-Kollege Lawrence Fishburne mit dabei ist und auch ein Rapper namens Come On, kann dieser Film, also bei Weitem nicht so gut wie der erste. Der erste hat uns ja weggefegt, wo der damals in der Sneak Preview lief. Den fanden wir alle richtig gut, schön düster, coole Story. Aber hier, der Film verzettelt sich ständig an allen Ecken und Enden. Der versucht zwar das Originalgefühl von dem ersten Teil wieder aufleben zu lassen an diversen Stellen, aber da kommt halt irgendwie dieses ganze erfrischende Neue, was man damals hatte, ist halt nicht mehr da. Und ich meine, in dieser Welt, da könnte man eigentlich so viel Cooles machen, aber irgendwie gießen sie nur den ersten Teil wieder so ein bisschen auf. Da sind halt bestimmte Personen, bestimmte Orte, dieses Hotel ist wieder mit dabei und so. Aber ja, irgendwie fehlt da so die Frische von dem ersten Teil. Nee, hat mir nicht so gefallen. Deswegen hake ich das ganz kurz ab. Krieg von mir irgendwie 5 von 10 Punkten. Na, sag mal 6 von 10. 6 von 10. Okay. Doch gar nicht so schlecht. Ja, Durchschnitt. Also muss man nicht ins Kino gehen, kann man vielleicht dann mal zu Hause gucken. So würde ich sagen. Habt ihr noch was geguckt? Nee, ne? Keinen Kinofilm. Ich spreche mir erst nächste Woche drüber. Ich habe noch 2 Sachen geguckt. Okay. So, dann werde ich mal die Kinocharts hier mal anschauen, wie es da in Stuttgart aussieht. Und ja, der Jingle will nicht kommen. Denkt euch jetzt den Jingle hier. Irgendwie bin ich im falschen Verzeichnis hier. Dann Kinocharts. Dann nehmen wir erstmal die Neustarts. In Stuttgart starten folgende Filme jetzt am 2.3. neu. Nämlich Logan the Wolverine. Das müsste ja was für euch sein, oder? Ja, ich habe mir erstmal die Chronik überlegt, wie, wo, was zusammenhängt, aber ich habe es verstanden und rein theoretisch wäre tatsächlich was los. Soll, also für mich. Ich muss extrem blutig sein. Ich muss es einfach sagen, es wäre gelogen, wenn es mich nicht interessieren würde. Schenkelklopfer. Also wenn du mich fragst, ne? Also nee, ich habe, der Martin, der war ja zu Besuch, und der hatte einen Großteil des Films oder vielleicht sogar schon, ja, ich weiß nicht, die waren ja auf den Münchner Filmtagen und da werden irgendwie die Filme den Verleihern und Kinobetreibern schon vorgestellt, damit die ein bisschen sehen können,
ja, worum es da geht und damit irgendwelche Marketingmaßnahmen planen können und so. Und da hat er wohl schon einen Großteil gesehen gehabt, irgendwie die erste Hälfte oder so. Und er meinte wohl, der ist wohl extrem blutig. Also wenn der wirklich so ins Kino kommt, boah, wäre absolut hart. Und ich habe jetzt auch schon cool. erste Kritiken gehört, weil in den USA läuft er ja, glaube ich, schon oder gab es schon Previews. Habe ich jetzt auch von einigen in Blogs gelesen, die sagen auch, es ist wirklich absoluter Hammer, was da abgehen muss da. Also cool. mit Körperteilen ab von diesen Klingen da und so. Also werden wirklich alles abgehackt und durchgeschnitten. Und ja, also könnte interessant sein in der Richtung. Vielleicht besser als John Wick 2. Es startet noch Silence, der neue Martin Scorsese-Film mit Adam Driver. Bekannt aus Star Wars. Rogue One. Nee, Quatsch, nicht Rogue One, der vorhergehende. Du. Acht. Moment. Genau. Adam Driver. Entschuldige mich bitte offiziell bei allen jetzt hier. Ihr habt ja keinen Einspruch eingelegt. Ja, Moment, ich war etwas baff, dass du das nicht so versauen kannst. Liam Neeson noch mit dabei. Und Andrew Garfield, den wir ja zuletzt gesehen haben bei Hacksaw Ridge. Oh, Liam Neeson kennt man auch aus. Dings hier, Schindlers Liste. Und welcher Episode? 1-3. Oh. Nicht? Ah. Na doch. Herr Chris verzweifelt gleich. Da doch bei 1-3. Hat er da nicht mitgespielt? Ich erinnere mich, dass... In Episode 1 hat er mitgespielt, ja. Ich erinnere mich, dass er da irgendwie mit Jar Jar Binks und Darth Maul hat ihn erlegt. Ach so, okay. Spoiler. Mhm. Nee, kein Spoiler, das ist einfach nur... Ah. Dann auch noch... Ganz gut, Erik, Hausaufgabe für dich bis zur nächsten Woche. Episode 1, 2 und 3 anschauen. Das mache ich bis Dezember, bis der neue Film kommt. Kate? Habt ihr übrigens mitbekommen, dass jemand gestorben ist? Weil wir gerade bei Filmen sind. Ja, habe ich vorhin vertwittert. Bill Paxton, leider. Ja, Bill Paxton ist gesprochen. Vorhin gerade, während unserer Sendung. Hat sich das angehört, hat gedacht, um Gottes Willen. Nee, der ist an den Folgen einer Operation gestorben. Was ich so schade finde, ich habe nämlich gerade angefangen, Training Day zu gucken, die Serie. Und da spielt er ja quasi die Rolle von Denzel Washington in der Serie. Ich fand das so gut. Ach. Echt schade. Naja. Ich bin ganz traurig, weil einer meiner Lieblingsfilme ist ja Twister. Ich dachte Titanic. Und da hat er die Hauptrolle. Der Titanic, da spielt er ja nur den Typen auf dem Schiff. Auf dem, wie heißt das denn? Auf Forschungsschiff. Aber er hat auch bei Alien mitgespielt. Ja. Ja, ist sehr, sehr, sehr schade. Okay, weiter zu. Aber Alien ist jetzt ein tolles Stichwort eigentlich für später noch, ne? Für später, ja. Merkt euch, der neue Alien-Film, wir haben da was für euch. Bleibt dran. Für Wähler von der Partei Die Linke läuft an Der junge Karl Marx, ein Biopic mit August Diehl. Dann läuft noch an Die Frau im Mond, Erinnerung an die Liebe mit Marion Cotillard. Ein Drama um eine leidenschaftliche Frau, die nach Jahren in einer lieblosen Ehe ihr Glück zu finden scheint. Mhm. Wolves at the Door läuft auch noch an. Das war ja der Tipp von Kate für die Sneak. Wobei das natürlich ziemlich knapp an dem Release-Termin, also an dem Starttermin wäre, die Sneak Preview. Normalerweise haben wir ein bisschen mehr Vorlauf. Aber wir werden sehen. Es läuft noch an Certain Woman mit Michelle Williams, Laura Dern und Kristen Stewart. Oh. Subtil inszeniertes Drama rund um das Leben von drei Frauen in der amerikanischen Provinz in Colorado. Der neue Film mit Gérard Depardieu läuft an, nämlich Tour de France. Aber soweit, wie ich mitbekommen habe, ist er nicht derjenige, der da Rad fährt. Und dann noch Little Man mit Greg Kinnear und Alfred Molina. Ein Drama über eine Freundschaft zwischen zwei Nachbarsjungs, die durch einen Mietstreit auf die Probe gestellt wird. Ja, so viel zu den Filmen, die quasi in der Nach-Oscar-Woche anlaufen. Und in den Charts sieht es wie folgt aus hier in Stuttgart. Da ist auf Platz 10 Wendy der Film, Platz 9 ist Split, Platz 8 ist Mein Blind Date mit dem Leben, Platz 7 ist A Cure for Wellness, Platz 6 Bibi und Tina, Tohuwabohu total,
Platz 5 ist La La Land, Platz 4 ist T2 Trainspotting. Fand ich ein bisschen schade, dass der jetzt nicht für einen Oscar nominiert war, sonst hätte ich den mal angeguckt. Jetzt habe ich aber, nachdem ich jetzt alles durch habe, habe ich jetzt Zeit, werde ich den mal angucken irgendwie. Platz 3 ist John Wick 2, Platz 2 ist der Lego Batman Movie und Platz 1 immer noch 50 Shades of Grey, Gefährliche Liebe. Oh, krass. Wer sich das alles anguckt, meine Güte. Jo, so viel dazu. Und da wir, glaube ich, hier keine Serien und Games großartig haben, obwohl Serien könnte ich noch ein was kurz, ich kann Powerless, oder heißt es Powerless? Mal kurz nachgucken. Powerless, die Serie empfehlen. Ja, Powerless mit Vanessa Hudgens und dem Typen aus Community, dem Abed. Und das Ganze spielt, ich habe es heute Chris schon erzählt, das Ganze spielt in der Superheldenwelt von DC. Und das ist dann so, dass die ganz normal dort arbeiten, sind ganz normale Leute und zwischendurch sind halt irgendwelche Superhelden, die irgendwie alles in Klump und Asche legen und die haben halt so eine kleine Erfinderwerkstatt, die auch mit zu Wayne Enterprises gehört und die müssen halt Sachen erfinden, die Leute schützt davor, dass Superhelden, wenn die irgendwas kaputt machen, irgendwelche herabfallenden Steine oder sowas. Sehr, sehr coole Serie, finde ich. Powerless. Also wer so ein bisschen auf Superhelden steht, unbedingt mal angucken. Wird bestimmt demnächst auch auf irgendwelchen Streaming-Portalen im Inklusivpaket mit drin sein. Momentan ist es als Gratis-Inhalt nicht verfügbar. Man kann sich aber bei Amazon die Staffel kaufen. Und ihr könnt ja mal die erste Folge kaufen und gucken, ob es was ist für euch. Wobei ich die zweite Folge aber extrem viel, viel lustiger finde als die erste. Und ich habe mir da jetzt einfach mal die ersten 4 Folgen gekauft gehabt, die es dort gab, weil die erste gesehen gehabt, total begeistert gewesen. Und ja, ich glaube, jetzt warte ich dann mal, bis die irgendwo komplett dann verfügbar ist bei irgendeinem, wo ich nichts extra bezahlen muss und dann werde ich das weitergucken. Aber auf jeden Fall mal vor mir. Ich möchte nochmal nachfragen. Das ist mit Vanessa Hudgens. Vanessa Hudgens. Richtig? Die aus High School Musical. Die aus Spring Breakers. Ja, hat aber hier eine bessere Rolle. Ah, okay. Die spielt so ein bisschen vom Vergleich her. Der Chris kennt ja die Serie IT Crowd. Da kommt doch die junge Frau am Anfang, die in ihrer Bewerbung etwas übertrieben hat über ihre IT-Kenntnisse, wird dann gleich Chefin vom IT-Department. Und so ungefähr ist es hier auch. Sie kommt dahin und wird dann gleich Chefin von diesem Team. Und das sind total illustre Figuren dabei. Und Okay. Ja, dadurch, dass ihr auch Superhelden mögt, ihr seid zwar nicht so DC, glaube ich, nicht ganz so. Ihr seid eher für die Marvel. Aber es ist einfach total lustig, wenn die da irgendwie, wenn die mit der Bahn zur Arbeit fahren und dann entgleist mal wieder die Bahn, weil jemand die Gleise kaputt gemacht hat und dann kommt wieder irgendein Superheld und fängt die Bahn auf und das ist wohl jeden Tag so. Und ja, sehr lustig. Vielleicht mal auf Amazon die Folge kaufen da. Okay, Kates Filmrätsel. Wir brauchen einen Jingle. Kates Filmrätsel. Kates Filmrätsel. Erstmal Auflösung von letzter Woche. Also, ganz genau. Die beiden Tipps, die abgegeben wurden, einmal von Mike und einmal von Thomas, sind richtig. Es ist tatsächlich Mr. Morgens letzte Liebe und Mr. Morgan wird gespielt von dem unfassbaren Sir Michael Caine. Deswegen habe ich den Film auch rausgesucht, weil ich habe das gesehen, dass der da mitspielt und dachte, das ist ein gutes Rätsel. Aber dass da wirklich wieder direkt wieder alle drauf kommen, nicht schlecht, Herr Specht. Waren ja nur 2 Kommentare und alle beide haben es. Ja, beide haben es rausgefunden. Ja. Und ich habe natürlich wieder nach einem neuen Rätsel gesucht. Und jetzt bitte aufpassen. Ich hoffe, es hackt nicht wie vorhin. Also. Ein junges Mädchen hat früh gelernt, wie hart das Leben sein kann. In armen Verhältnissen aufgewachsen, vom Stiefvater missbraucht, soll sie nun ins Heim. Doch das will die 15-Jährige um keinen Preis und flieht zu ihrer Oma. Auf dem Weg dorthin begegnet sie dem angeblichen Psychologen, der aber in Wahrheit jemand ganz anderes ist. Huh. Das ist doch Bandits. Ja, schön wär's. Nee. I'm not a girl. Auch der ist es nicht. Not yet a woman. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Aber ich bin gespannt, was die lieben Hörer da in den Kommentaren wieder schreiben. Und jetzt können wir ja auch, apropos Kommentare, jetzt kann ich ja auch mal die finale Abstimmung für die Oscars mal aufmachen. Weil das. Ich habe meine E-Mail übrigens immer noch nicht bekommen. Ach so,
kann ich dir noch schicken. Das sagst du seit 4 Folgen. Ja, ich vergesse es immer, weil alle, die anderen haben es mir halt per E-Mail geschickt. Ich möchte es haben und dann habe ich gleich drauf geantwortet. Also bei dir habe ich es vergessen. Okay, schicke ich dir nachher noch. Bester Film mit 70,2% La La Land und auf Platz, den Platz 2 teilen sich Arrival und Manchester by the Sea. Beste Regie La La Land mit 63%. Hier ist Platz 2 ein bisschen eindeutiger. Manchester by the Sea und Platz 3 ist hier Arrival. Bester Schauspieler Casey Affleck für Manchester by the Sea. Platz 2 ist Ryan Gosling für La La Land. Und Platz 3 ist Denzel Washington. Beste Schauspielerin Emma Stone für La La Land. Die fand ich jetzt nicht so gut. Also in La La Land, weiß nicht. Da fand ich die Dings hier, die bei Fences, die fand ich viel stärker, die Viola Davis. Ja, hat bloß keiner. Hä? Ach so, ist hier, hat so wenig Stimmen hier. War die beste Schauspielerin? Ich mag Viola Davis nicht. Ich mag ja. Emma Stone. Ja. Die ist cool. Platz. Ach nee, Viola Davis zählt als Nebendarstellerin, glaube ich. Genau, okay. Deswegen ist die bei beste Schauspielerin nicht dabei. Ich habe es gerade hier gesucht. Platz 2 ist Natalie Portman für Jackie. Und Platz 3 Isabelle Huppert für Elle. Die hat ja den Golden Globe gewonnen. Und Elle, den wollte ich eigentlich auch noch gucken. Aber den gab es hier in OV, konnte man sich angucken im Kino. Aber da war er auf Französisch. Also so fit bin ich mit Französisch auch nicht. Und da waren keine Untertitel oder so. Also das habe ich mir dann doch nicht gegeben. Da werde ich dann nochmal den Heimkino-Release abwarten. Bester Nebendarsteller. Der Mahershala Ali für Moonlight, also der Juan, der Drogendealer, den ich vorhin schon erwähnt hatte, aber mit großem Abstand hier, haben anscheinend doch viele gesehen. Platz 2 ist Michael Shannon für Nocturnal Animals. Den Oscar würde ich ihm allein deswegen gönnen, weil Nocturnal Animals für sonst nichts nominiert ist und das eigentlich ein richtig, richtig guter Film ist. Also ich finde, sollte wenigstens Michael Shannon für die Nebenrolle hier für Nocturnal Animals den Oscar bekommen. Aber was geht schon gerecht zu bei den Oscars? Und genau, Best Supporting Actress ist hier Viola Davis für Fences, ja. Mit 61,4%. Ich scroll mal kurz durch. Bester animierter Film, Zootopia, das seid ihr euch auch alle einig. Platz 2 ist hier Kubo. Und Platz 3 ist mein Leben als Zucchini. Und, also den letzten Platz macht hier der Vaiana-Film, der Disney-Film. Ich sehe gerade, ich habe doch einen noch nicht gesehen von den animierten. The Red Turtle. Aha. Habt ihr schon mal was von der Roten Schildkröte gehört? Nö. Habe ich auch nirgendwo im Kino irgendwie gesehen. Bester ausländischsprachiger Film hat hier der iranische Beitrag 40,4% gewonnen. The Salesman habe ich nicht gesehen. Ein Mann namens Ove, den hatten wir in der Sneak. Ist hier auf Platz 3 und Toni Erdmann auf 2. Also, okay, Dokumentarfilme, ich glaube, da hat hier doch nur irgendwas getippt. Ich glaube kaum, dass jemand alle gesehen hat. Original Score über 90% für La La Land. Original Song über 70% für City of Stars von La La Land. Sound Editing, gut, was haben wir hier noch? Sound Mixing, La La Land. Production Design, La La Land. Also gemäß euren Abstimmungen wird wohl La La Land sehr, sehr viele Oscars bekommen. Bin ich gespannt. Oh, hier ist noch interessant. Bestes Make-up und Hairstyling hat nach unserer Abstimmung gewonnen Star Trek Beyond. Okay. Auf Platz 2 ist Suicide Squad. Auf Platz 3 ist ein Mann namens Ove. Interessant. Und beste Visual Effects, das Dschungelbuch. Den hast du doch gesehen, Kate, ne? Ja, wir haben den gesehen. Ah, alle beide, okay. Oh, der war nicht schlecht. Und Platz 2, Doctor Strange, gemäß unserer Abstimmung. Der war richtig gut. Platz 3 wäre Rogue One. Platz 4, Kubo. Ich glaube, Kubo wird diesen Oscar bekommen für die Visual Effects. Und dafür wird Kubo nicht den Animations-Oscar, das würde mich sehr wundern. Könnte ich mir denken, dass er vielleicht den bekommt, um das ein bisschen... Ja, so sind wir damit durch hier mit den Oscars. Ich werde mal schauen, ich werde bestimmt wieder so einen Chat aufsetzen. Das heißt, wenn ihr dann
wenn ihr die Sendung jetzt relativ schnell nach Release hört, dann werdet ihr das ja sehen oder hören, mache ich auf kinocast.net so einen Chat. Das heißt, wenn ihr die Oscars live anschaut, wie ich auch und ein paar andere auch, dann könnt ihr gerne auf kinocast.net kommen und in den Chat mit rein. Ansonsten, Feedback zur letzten Folge war ja eigentlich nur die Lösungen quasi zu Kates Rätsel. Mhm. Sonst hat keiner irgendwas zu sagen gehabt zu Boston oder Fences oder Kubo. Naja, wahrscheinlich alle selber dicht mit irgendwelchen Oscar-Sachen, die sie gucken wollen. Oder mit dem Fasching. Ach ja, ist ja jetzt auch noch. Stimmt. Ja. Jedes Mal, wenn ich bei mir aus dem Fenster gucke, abends gerade, laufen irgendwelche komischen Leute vor mir zur Bushaltestelle. Weil bei mir ist da im Kreisverkehr direkt eine Bushaltestelle. Und da laufen die verrücktesten Leute laufen da lang. Und das ist natürlich nicht leise, also die brüllen ja dann immer so rum. Da muss man ja dann rausgucken, was da los ist. Verrückt. Nichts für mich. Okay. Ja, das mit dem Martin scheint hier nicht zu klappen hier. Ich versuche jetzt immer mal nebenbei hier ein bisschen wieder mal reinzuholen. Ansonsten kann ich ihn ja interviewen und dann noch dazuschneiden oder so. Tja, dazuschneiden. Dann versuchen wir es vielleicht in der nächsten Sendung. Lion wird ja dann noch aktuell sein, schätze ich mal. Ich gucke mal rein, was so bei Amazon gekauft wurde in der letzten Woche. Also vielen Dank an alle, die unsere Affiliate-Links genutzt haben auf der Webseite. Vielleicht erkennt ihr ja irgendwas wieder, was ihr da bestellt habt hier von euren Artikeln. Dann kommt das auf jeden Fall dem Kinocast eine kleine Provision zugute. Hat jemand eine Strickjacke bestellt von Blend in Blau? Und ein Cardigan von Blend. Ein Wieso Steuersparbuch 2017 habe ich eigentlich bestellt. Das streichen sie mir dann bestimmt wieder runter. ein Aquariumlicht, 15 Watt. Was ist das? Ein leuchtendes Doppellaserschwert, silberschwarz. Chris? Nein. Nein. Okay. Sieht sogar cool aus. Aus dem Karnevalsshop. Will bestimmt jemand irgendwie Karneval da irgendwas machen mit Laserschwert oder so. Was haben wir hier noch? Ein VivoFit Garmin. Also hier so ein Fitness-Tracker. Fitness-Tracker, okay. Das waren die Sachen, die in der letzten Woche bestellt wurden. Vielen Dank dafür. Oder beziehungsweise die in der letzten Woche ausgeliefert wurden von Amazon, wo wir eine Provision bekommen haben. Vielen Dank an alle, die sich hier wiedergefunden haben und alle, die uns unterstützen wollen. Nutzt einfach die Amazon-Links. Ihr könnt auch, solange wie das Patreon noch nicht scharf geschalten ist, könnt ihr auch gerne, wenn ihr eine Einzelspende machen wollt, gibt es auch so einen PayPal-Button. Wenn ihr auf der Kinocast-Seite ganz oben gibt es so eine Rubrik, die heißt Danke. Einfach da draufklicken, da steht einfach alles da. Könnt auch zum Beispiel für Auphonic, womit wir hier die ganze Soundverbesserung und Aufnahmen und sowas machen, könnt ihr uns auch Freiminuten schenken, indem ihr da draufklickt oder direkt bei PayPal irgendwas spenden. Das geht alles. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen heute? Nö, ne? Ich glaube nicht. Haben wir alles. Gibt es was Neues im Eishockey, Chris? Ja, wir hatten jetzt ein bisschen Pause von der Sendung her. Und ja, es gibt natürlich jede Menge Neues, weil in der deutschen Eishockey-Liga ist jetzt die Vorrunde gespielt, die Hauptrunde ist gespielt. München hat die meisten Punkte geholt, dahinter Mannheim. Und in der neuen Ausgabe von Pausentee mal vergleichen, wie die Tabelle, die Endtabelle nach der Hauptrunde aussah mit dem, was wir im Vorfeld getippt haben. Und dann ab Mittwoch sind natürlich dann die Pre-Playoffs, also die erste Playoff-Runde, wo die Teams von 7 bis 10 untereinander noch zwei Kandidaten ausmachen für die Endrunde. Also Ingolstadt trifft auf Bremerhaven, Berlin auf Straubing. Wird sehr, sehr spannend zu sehen sein. Vor allem Bremerhaven, ne, als Neuling direkt in der ersten Playoff-Runde. Also das ist schon mal eine spannende Geschichte und wir sind gespannt, ja. Cool. Hört man dann bei pausentee.net. Den Link findet ihr auch bei jedem Beitrag immer mit drunter. Beim Chris könnt ihr draufklicken und ruhig da mal reinhören. Und ich hatte ja letzte Woche mal aufgerufen in der Sendung, ruhig mal neue iTunes-Kommentare zu schreiben. Da ist bis jetzt noch nichts eingegangen. Also ran an die Tasten, geht mal bei iTunes, sucht nach Kinocast und schreibt mal irgendwie ein paar nette Worte und lasst mal 5 Sterne da, dass wir da mal wieder ein bisschen nach vorne rutschen in dem Bereich TV und Film. Und
wenn ihr bei der Gelegenheit seid, könnt ihr gleich mal Pausentee eingeben und dort mal reinhören und auch gleich einen Kommentar da lassen. Mal natürlich 6 Sterne geben. Genau. Dann werden wir, glaube ich, jetzt mal, oder ich werde zumindest mal die Oscars jetzt die Nacht angucken und werde dann in der nächsten Sendung auch davon berichten. Ihr ja nicht, ne? Also ich werde sie nicht live gucken, aber ich werde mich natürlich morgen Vormittag direkt informieren über alle Gewinner, wer welches Kleid anhatte und wer welche politische Reden gehalten hat. Wird es bestimmt irgendwo eine richtig tolle Zusammenfassung geben. Willst du nicht lieber aufnehmen und dann die Sachen selber gucken? Das ist immer... Ja, aber ich werde doch dann immer gespoilert, sobald ich Twitter aufmache. Dann lässt du Twitter mal zu. Habe ich auch schon gemacht, wo ich nicht live gucken konnte. Ich dann irgendwie versucht, den ganzen Tag so ohne Twitter und irgendwie Radio. Ja, selbst aber das im wird Radio. Ja, kam früh, ich habe so ein Wegradio, fing gerade die Nachrichten an. Ja, gestern wurden ja die Oscars in LA, ich schnell darüber gehechtet und gedrückt und ausgemacht. Also rein theoretisch könnte ich das dann frühestens am Mittwochabend angucken. Boah, Mittwoch. Das funktioniert nicht, weil Montagabend Sneak, Dienstag bin ich beim Zahnarzt, danach will ich nur nach Hause und dann wäre Mittwochabend. Und das, bis Mittwoch ohne Twitter, ohne Internet, das kann ich vergessen. Na okay. Dann mach das mal so. Kannst ja dann trotzdem immer noch so bestimmte Sachen anschauen. ProSieben überträgt ja wieder live. Auf jeden live. Fall. Diesmal ist ja Steven Gätchen auch wieder am roten Teppich und ich werde auch alles aufnehmen. Na? Dann sehen wir uns morgen Abend zur Sneak Preview. Mal gucken, was uns da erwartet. Und ansonsten wir, liebe Hörer, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank, Kate, vielen Dank, Chris, fürs Mitmachen. Bis nächste Woche dann. Sehr tschüss. Gerne. Ciao. Dann tschüss. Ja, hallo Martin, hat es ja doch noch geklappt jetzt. Ja, Gott sei Dank. Hallo. Hallo Erik. Also für die, die dich nicht kennen, Martin, jetzt aus Berlin vom Staatsbürgerkunde-Podcast und ja auch in diversen Podcasts. Was macht ihr da Community aktiv? Ja, Podcast-Patinnen zum Beispiel. Da bist du ja jetzt ganz frischer, neuer Podcast-Pate. Genau. Das heißt, wer jetzt in Stuttgart und Umgebung ein Problem hat, springst du dann ein. Oh, ja, das sollten wir, glaube ich, nicht zu breit treten. Sonst. Nein, das ist auch bei uns ein Prozess, der da stattfindet. Also ihr bewerbt euch natürlich ganz normal über die Podcast-Patinnen-Seite. Da kann ich dem Erik noch einen Link schicken, die ihr in die Shownotes packt. Und da könnt ihr eine Anfrage stellen, wenn ihr Unterstützung braucht. Und wir vermitteln euch dann an einen Podcast-Paten, so wie der Erik einer ist. Und keine Angst, Erik, du bekommst jetzt nicht alle Patenkinder zugeschustert. Also nee, ich habe ja eh schon, sowieso vielen Leuten auf die Beine geholfen, die irgendwie so einen Podcast gestartet haben und da irgendwas Neues machen wollten oder einfach irgendwie technische Fragen hatten oder auch überhaupt so Konzeptfragen hatten. Ich war auch auf der Mercedes-Benz Social Media Night, die ist hier in Stuttgart immer. Da war ich auch einmal, da war ich glaube ich auf der ersten. Ah, okay. Ich war jetzt Anfang Februar und da habe ich auch mich mit welchen unterhalten und was so das Interessante ist, irgendwie gefühlt ist es jetzt so im Mainstream angekommen. Irgendwie tragen sich viele mit dem Gedanken, da irgendwie einen Podcast zu machen und wollen halt da, das sind so die üblichen Frequently Asked Questions, wie viel muss ich investieren, was brauche ich und was kann ich damit verdienen und so. Und diese Zähne muss ich dann relativ schnell erstmal den Leuten meistens ziehen. Also, man sollte es aus Spaß erstmal machen und wenn es dann erfolgreich ist, umso schöner. Aber ich glaube, so der Spaß und das eigene Sendungswille, der steht ja erstmal im Vordergrund als jetzt das große Geld. Ja, genau. Es sei denn, natürlich handelt es sich vielleicht um Corporate-Podcasts oder sowas. Das hat natürlich einen anderen Hintergrund, aber wenn jemand selbst starten möchte mit einem Podcast, dann ja, ich meine, ihr könnt das Headset von eurem iPhone nehmen. Also das ist, da haben wir, glaube ich, der Martin hat, hast du, glaube ich, gerade dein Headset dran, oder? Habe ich jetzt gerade dran, weil also das andere... Okay, würde ich sagen. Ne? Okay, schön. Nee, ich meine, ihr könnt das Headset von eurem iPhone nehmen. Jetzt bei diversen Android-Phones habe ich schon grausliche Klänge gehört von den Headsets, die dabei sind. Beim iPhone klingt es aber ganz gut. Und das kann man ja auch bei Amazon für kleines Geld irgendwie kaufen oder vielleicht sogar... Oder euer Teamspeak-Mikrofon oder was auch immer da gerade zu Hause rumliegt. Genau, und dann braucht ihr einfach nur irgendwas, womit ihr aufnehmen könnt. Und dann könnt ihr eigentlich aufnehmen, ne? Wenn ihr jetzt nicht gerade in einem Raum sein wollt, dann die Mikrofonierung. Darüber können wir dann wirklich mal sprechen, da kann ich ganz gute Tipps geben. Aber ansonsten
beginnt halt einfach erstmal. Ich habe auch meine ersten Sendungen, ich habe 2006 angefangen mit dem Kinocast. Ich habe auch, obwohl sie furchtbar sind, die ersten Sendungen, habe ich die online gestellt, damit einfach Leute, die sich mit dem Gedanken tragen, selber einen Podcast zu machen, damit die hören, okay, erstmal anfangen ist das Wichtigste. In einen gewissen Produktionsrhythmus reinkommen, einfach erfahren, was braucht man für eine Sendung. Auch Lessons learned, einfach sagen, okay, das war scheiße, jetzt ruhig die eigenen Sendungen nochmal anhören. Ich habe zum Beispiel einige Podcasts in meiner Timeline. Ich höre die auf dem Weg zur Arbeit, denke, oh mein Gott, was haben die da verbrochen da mit dem Sound oder sowas. Ja, dann schreibe ich denen eine Nachricht und da heißt dann, ja, wir haben das ja noch gar nicht gehört und so, gut, dass du es gesagt hast. Wo ich mir sage, hey Leute, dann hört doch halt mal rein oder so. Ne? Ja. Also warum hören die sich nicht mal selber ihre eigenen Sendungen an, um zu sehen, klingt das jetzt gut? Wenn ich jetzt andere Podcasts höre im Vergleich, ja, wie klingen die anderen Podcasts? Wie klingt meiner im Vergleich dazu? Was könnte ich tun oder so? Also nicht stehen bleiben, immer mal bei anderen reinhören, ruhig mit anderen sprechen. Da stehe ich gern zur Verfügung als Podcast-Pate. Ich habe auch mit angeklickert für den ganzen grafischen Bereich, wenn da jemand mal irgendwie mit einem Logo was hat. Ich mache ja mein Logo auch immer selber, habe auch schon für andere was gemacht. Nee, also kommt gerne Intro, auf uns zu. Und was bei euch gar nicht drin stand, Intro komponieren. Ich habe für einige Podcasts schon die Intros komponiert. Oh, jetzt wirst du dich vor Anfragen nicht mehr retten können. Ja, ich habe ja sogar auf kinocast.net gibt es oben, ich muss nur kurz gucken, ob ich es überhaupt noch da habe, nicht, dass ich irgendwas Falsches verspreche. Doch, es gibt in dem grauen Balken neben dem Suchfeld gibt es einen Button, der heißt freie MP3-Sounds. Da habe ich auch ein paar Sounds, die ich so komponiert habe. Freie MP3-Intros und Hintergrundmusik, also könnt ihr gerne benutzen für euren Podcast. Schön wäre es, wenn ihr mir irgendwie ein Feedback gebt, wenn ihr einfach dort einen Kommentar schreibt, so, hey, ja, ich habe den und den Track genommen für meinen Podcast sowieso. Alles kein Problem, ne? Würde ich mich dann halt freuen, wenn ich weiß, dass es irgendwo benutzt wird und nicht einfach so nur. Aber ich würde sagen, wir kommen erstmal überhaupt zu dem, weshalb wir uns unterhalten wollen. Beziehungsweise wir die ganze Technik nochmal reaktiviert haben, genau. Du bist ja für den Kinocast mal in Berlin, also du bist ja gerade in Berlin stationiert, um es mal so zu sagen. Und genau. Ist natürlich naheliegend, ich kriege ja häufig mal irgendwelche Einladungen oder Hinweise auf irgendwelche Previews, die meistens in der Hauptstadt stattfinden, weil für viele, insbesondere aus Hollywood oder so, besteht ja Deutschland eigentlich nur aus Berlin und München, kennst du vielleicht noch vom Oktoberfest her, und das war es dann schon. Und da gab es jetzt eine interessante Veranstaltung zum Film Lion, der auch Oscar nominiert ist, über den wir schon gesprochen haben. Erzähl doch mal, worum ging es da, was gab es da? Schieß los. Genau, also am Montagabend war ich in der Pressevorführung beziehungsweise in der Preview von Lion. Das hat hier im Delphi am Zoo stattgefunden, ist nicht der Zoo-Palast, sondern das Delphi am Zoo. Das ist nicht weit weg von mir, bin ich dann ja hingelaufen und war, wie gesagt, eine Preview-Vorführung. Davor gab es noch ein Red Carpet Call, also war dann so eine Plakatwand aufgebaut und davor konnten dann Fotos gemacht werden oder wurden auch Fotos gemacht. Hast du welche gemacht? Oh, nein, ich war dann schon im Saal drin. Ach, Das ist noch nicht so optimal mit dir. Das muss man sehen, unser Außenreporter. Das war meine erste Pressevorführung. war dann auch sehr voll. Es waren auch Abgeordnete der australischen Botschaft, glaube ich, da, weil der Film ja einen starken Bezug hat zu Australien. Ihr habt ja schon drüber gesprochen. Und dann gab es eine kurze Ansage und dann ging der Film auch schon los. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich jetzt noch vom Inhalt erzählen muss. Ihr habt das ja schon in einer der vorherigen Folgen gemacht. Wir haben es sogar in dieser Folge jetzt schon besprochen, weil die Kate hat ihn jetzt auch noch geguckt gehabt. Okay, dann habe ich jetzt sogar verpasst, was sie gesagt hat. Sie fanden ich gut. Kann ja mal kurz, sie fanden extrem ich gut. Kann, okay, ich kann ja mal ja, kurz berichten, wie ich ihn so empfunden habe. Also zum Inhalt sage ich jetzt nicht mehr viel. Ich schließe jetzt gleich mal so das Fazit so ein bisschen an. Also ich fand, der Film geht ja 2 Stunden und ich fand die erste Stunde fand ich richtig stark, also wo das aus Sicht des jungen Saru erzählt wird, wo er als kleiner Junge quasi in den Zug steigt und dann in Kalkutta aufwacht und erstmal nicht sich zurechtfindet und dieses Verlorenheitsgefühl, das fand ich sehr gut transportiert und auch die Eindrücke, die man bekommen hat vom Indien in den, 80er Jahren dann so, das fand ich sehr stark und es war auch sehr, ja, sehr gut gespielt. Der kleine Junge als Schauspieler ist total toll.
nachdem es dann gewechselt hat zu dem erwachsenen Saru, wo dann Dev Patel die Figur spielt und dann auf die Suche geht nach seiner leiblichen Mutter, finde ich, hat der Film so ein bisschen an Fahrt eingebüßt. Also er hadert dann ganz lange mit sich selber, soll er jetzt auf die Suche gehen und wie reagiert dann seine Freundin drauf, reagiert seine Mutter drauf und sein Bruder und dieses ganze Kämpfen und wie geht er jetzt auf die Suche, bis er dann überhaupt erstmal ins Flugzeug steigt und diesen starken Moment erlebt. Da geht unglaublich viel Zeit drauf. Und er ist ja auch erstmal ewig nur bei Google Earth und dann guckst du jemanden zu, der die ganze Zeit nur bei Google Earth und surft. Das habe ich auf Arbeit auch erzählt. Ich habe gesagt, das wirkt halt auf so einer riesen Leinwand, wirkt halt echt dröge. Da siehst du riesen Pixel und dann scrollt er da hier lang und da lang. Und ich finde, ja, das ist halt Google Earth. Das ist halt immer das Problem von, ich zeige moderne Technik in einem Film. Das nimmt halt den Fokus weg von den handelnden Personen. Und dann steht immer die Technik im Vordergrund. Da muss man erstmal erklären, wie die Technik funktioniert. Da muss man die Technik zeigen. Und also da verliert der Film unglaublich an emotionaler Bindung zum Publikum, fand ich. Und dann natürlich wieder ganz starke Szenen am Schluss, wenn er dann seine leibliche Mutter trifft. Da hat er dann wieder ein bisschen was aufgeholt. Aber dazwischen, also ist echt eine halbe Stunde drin, wo man denkt, ja, jetzt mach's oder mach's nicht, aber mach irgendwas und nur damit es vorangeht. Also wie gesagt, das war so ein bisschen so der Wermutstropfen. Schön fand ich noch, am Schluss der Preview kam dann der echte Saru Brierley auf die Bühne und hat dann nochmal einem Journalisten Rede und Antwort gestanden. Hat auch nochmal berichtet, wie toll die Erfahrung war, dass aus seinem Buch, er hatte das Buch geschrieben, das jetzt verfilmt worden ist, so ein Film entstanden ist. Er war auch ganz begeistert von dem kleinen Jungen als Schauspieler. Seine Adoptivmutter war total geplättet, hat er erzählt, dass Nicole Kidman sie spielen soll und hat so ein paar Anekdoten erzählt und war eigentlich sehr, sehr interessant, nochmal am Schluss das auch noch mitzunehmen. Hat er irgendwie gemeint, dass es nahe dran war? Also hält sich der Film sehr nah ans Buch und ist das dann sehr, wie die reale Geschichte war, oder? Also an ein, zwei Stellen wurde es, glaube ich, verändert. Es gab ja diese eine Szene, wo er unter dieser Brücke sitzt als kleiner Junge und dann mit dem Löffel quasi die Gesten nachmacht, die ein Restaurantbesucher hinter einer Glaswand von einem Restaurant auf der gegenüberliegenden Straßenseite imitiert. Und der Restaurantgast kommt dann zu ihm und bringt ihn dann quasi zur Polizeistation. Er hat erzählt, das wäre jetzt eine andere Figur gewesen in seiner wahren Geschichte. Es wäre, glaube ich, ein Händler gewesen, der dann auch regelmäßig dort vorbeigekommen ist. Und das hat man dann jetzt wohl geändert für den Film. Ich weiß jetzt nicht, aus welchen Gründen, das hat er nicht gesagt. Aber ich glaube, da gibt es so ein paar Verknappungen, vielleicht auch dramaturgische Kniffe, damit es halt so ein bisschen kondensierter in der Handlung passiert. Er hat nochmal sehr die Mitarbeiterin gelobt, die ihn da vermittelt hat, also die quasi die Organisation da vertritt, um die Waisenkinder in Adoptivfamilien zu bringen, und hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass man die nach wie vor unterstützen kann. Also das ist eine sehr ehrenvolle Aufgabe, diese Frau da verkörpert. Da hat nochmal darauf hingewiesen. Ansonsten fand er das schon, glaube ich, sehr, sehr nah dran an seiner wahren Geschichte. Ist ja wirklich eine wahnsinnige Geschichte. Also ich fand es aber doch nicht ganz so, also jetzt im Vergleich zu den anderen Oscar-Filmen, die ich ja alle geschaut habe, du warst jetzt leider in unserer Sendung jetzt nicht dabei. Ich habe ja alle Nominierten für den besten Film habe ich geguckt, und bei bester animierter Film fehlt mir nur einer. Und genau, also meine persönlichen Oscar-Charts sind, da landet der Lion auf Platz 6, also sind ja insgesamt 8, und da landet er auf Platz 6 von 8. Ich glaube auch nicht, dass es gewinnt. Ja, glaube ich auch. Ist auch irgendwie so gefühlt zu nah dran an Slumdog Millionär. Irgendwie so von der Art her, so nach dem Motto, ja, das hat damals gewonnen, jetzt probieren wir mal noch sowas Ähnliches oder so. Auch so eine bisschen, das ist ja dem Film auch häufig vorgeworfen worden, dass er so ein bisschen dieses Elend so, aber als bisschen so reiserisch zeigt, so nach dem Motto, ja, wir gucken uns das jetzt mal an, als wohlhabende westliche Person, quasi diesen Elendstrip, und dann sind wir wieder doch wieder in unserem warmen Kinosessel. Ja. Wobei diese Verbindung zu Slumdog Millionär, die da jetzt auch wird ja immer komportiert hier, die Geschichte des wahren Slumdog Millionär, die sehe ich eigentlich gar nicht so, weil Slumdog Millionär war für mich eher so ein, dann doch so eine Märchengeschichte, weil da hat er ja für jede Frage hat er quasi so eine,
so eine entsprechende Situation in seinem Leben erlebt, worauf er dann zurückgreifen konnte. Und es war also dieses Märchenhaft, dass sich alles so ineinander gefügt hat. Und hier war es, also ja, da gab es halt diesen einen Twist, dass er halt über Google Earth da drauf kommt. Aber ich fand den jetzt nicht so märchenhaft und spektakulär, wie jetzt die Ideen, die sie da für Slumdog Millionär hatten. Ja, ich meine jetzt dahingehend, Dev Patel spielt mit. Ja. Das Ganze spielt es geht um eine Geschichte in Indien, die mit Armut zu tun hat und so. Also das meine ich einfach so. Also ja, vielleicht hat man gedacht, wenn es einmal geklappt hat, vielleicht klappt es nochmal mit einer anderen Geschichte. Ja. Also ich fand auch diese, ja, die Eltern, die hätten wir noch so viel mehr erzählen können, die hätten wir noch so stärker rausarbeiten können. Über den Bruder habe ich irgendwie persönlich gefühlt zu wenig erfahren. Ja, den hätten wir auch weglassen können, hätten wir nichts vermisst. Also ja. das wäre, man hätte sogar fast die Freundin weglassen können, dann hätten wir auch nichts vermisst. Also nicht, dass die jetzt schlecht geschauspielert hätte, aber die trägt eigentlich nichts zur Story bei. Hm. Also die ist weder Auslöser für irgendwas noch, also außer, dass sie halt mit ihm dann zu diesem Treffen geht, wo dann der, wo er dann seine alten Lieblingssüßigkeiten entdeckt. Aber und das mit Google Earth, glaube ich, hat sie doch, glaube ich, bei dem... Nee, das macht einer von den Anwesenden dort auf dieser Party. Ja, genau, die sind dann auf einer Party, wo er halt mit seiner Freundin ist und dann kommt das mit genau, Google Earth. Aber diese Figur, die bleibt ja ein bisschen blass, finde ich. Also was ja Fun Fact ist, Google hat bei dem Film mitgearbeitet und die haben die Originalkarten von damals, von den, weiß nicht, 80er Jahren oder wann das war, wann der Film... Quatsch, 80er Jahre gab es das noch gar nicht. Damals, als Google Earth halt neu rauskommen, waren ja die Karten anders als heute. Und die haben quasi die Originalsoftware mit den Originalkarten von damals bereitgestellt. Ach was, okay. Weil wenn du dir die Region jetzt angucken würdest da und wie er da so lang scrollen, dann würde das ganz anders aussehen. Man hätte auch an dem Nachmittag, wo die Preview war, hätte man noch bei Google mit Saru Beery zusammen sich das mal angucken können, wie er das auf Google Earth gemacht hat. Also ich stelle mir jetzt diesen Termin, ist nicht sonderlich spektakulär tatsächlich, aber es war zumindest, also ich glaube, einerseits versucht Google da natürlich schon, da auch so ein bisschen positive PR draus zu schlagen aus diesem Film. Andererseits ist natürlich ein schöner Twist, dass der echte Saru Beery dann bei Google nochmal zeigt, wie er da das gefunden hat und wie er da lang gescrollt hat. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber das wäre an dem Nachmittag noch gewesen, da bin ich dann nicht hingegangen. Also habe ich da nicht geschafft zeitlich. Aber gut, abgesehen davon, ich muss sagen, dieses das Google Earth, als das damals rauskam, das hat mich echt umgehauen auch. Dass irgendwie so die ganze Welt auf meinem Rechner war und ich konnte mir dann Sachen anschauen, wo ich früher gewesen bin und wo ich im Urlaub gewesen bin. Ich konnte quasi mit einem Klick mir die Sachen irgendwie nochmal anschauen. Damals halt nur ja, niedrigere Auflösung. Heutzutage gibt es ja so 3D-Gebäude und sowas. Das ist schon spektakulär. Ich fand aber dann doch diese Karten, die er sich ausgedruckt hat und wirklich so dieses A Beautiful Mind-Wand, die er sich da gebaut hat, wo dann wirklich alles miteinander vernetzt ist und jede Station angeklickt ist, fand ich viel eindrucksvoller als die gleichen Pins auf dieser grob pixeligen Google Earth-Karte, die dann ab und zu im Bild war. Also das funktioniert einfach im Kino, finde ich nicht. Ja, aber auf jeden Fall trotzdem, also ich habe es auch heute in der Sendung schon gesagt, eigentlich sämtliche Oscar-nominierte Filme für den besten Film haben mich dieses Jahr extrem begeistert. Es war jetzt keiner dabei, wo ich dachte, was macht denn der jetzt hier in der Liste drin? Hatte ich in den letzten Jahren eigentlich immer mal so ein, zwei Filme dabei gehabt, wo ich dachte, was macht denn der jetzt hier? Bester Film, der? Nee. Und hier, dieses Jahr waren es wirklich alle. Haben mir alle extrem gut gefallen. Wirklich, also kann man. Also es ist, wie gesagt, kein schlechter Film. Ich habe auf Arbeit erzählt, dass ich da reingehe und dann wurde ich am nächsten Tag gefragt, und wie war es? Und sage ich, ja, war ein guter Film. Ich weiß noch nicht, ob man den im Kino sehen muss. Also es ist jetzt nicht so ein richtiger Kinofilm. Ja, geht auch ziemlich lange und im Kino sitzen, so lieber vielleicht im Heimkino dann gucken. Ja, also wie gesagt, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich nehme auch gerne weitere Pressetermine wahr. Ja, sehr gern. Also, weil, wie gesagt, wir... Nicht am Abend, wir kommen da nicht am Tag zu liegen. Wir kommen da nicht dazu, genau. Ich kann nur mal, wenn ich Urlaub nehme, mal das Schloss angucken von der Cure for Wellness, was ich letztens gemacht habe. Aber ansonsten ist hier nicht viel in der Umgebung. Wir bräuchten mal wieder irgendeinen richtigen Kracher. Nee, also hat gut gepasst. Und wie gesagt, das war jetzt auch wirklich... schön nah, also ich konnte tatsächlich zu Fuß hingehen, war dann auch in 10 Minuten wieder zu Hause. Wunderbar. Vielen Dank für deinen Bericht aus erster Hand hier und gerne. Liebe Leute da draußen, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört und denkt,
ach, ich wollte auch schon immer mal einen Podcast machen, dann schreibt einfach mal einen Kommentar oder sowas und oder schreibt mir eine Mail über das Kontaktformular. Ich werde das dann mal weiterleiten. Oder guckt mal in den Shownotes rein, da habe ich einen Link für euch. Da könnt ihr euch mal an die Podcast-Paten wenden. Gibt es dann in verschiedenen Regionen, je nachdem, wo ihr seid. Da gibt es dann irgendjemand, mit dem könnt ihr euch dann mal kurz schließen. Der hat dann vielleicht, er oder sie hat dann vielleicht ein paar Ideen für euch, wie man das Ganze gut aufsetzen kann, damit das erfolgreich wird oder damit es einfach euren Wünschen entspricht. Ne? Ja, also richtig gesagt, ja. Ja, alles korrekt. Ich schicke dir auch gerne nochmal den Link, wo ja, zu dem Podcast-Paten, was ich am Anfang erwähnt hatte. Okay, vielen Dank, Martin. Bis bald dann. Tschüss. Gerne. Tschüss. Und jetzt kommt der Trailer zum Film. Arschloch! Schießendes Arschloch! Welches Sau! Vielleicht passiert mir morgen dasselbe. Vielleicht kommt morgen für mich jemand, der jünger ist und billiger. Es wird Leserproteste geben. Glaube ich nicht. Ihre Leser sind zum Großteil schon tot. Wir sind alle völlig schockiert. Keiner in der Redaktion kann das glauben. Wie geht's Ihnen denn? Wunderbar. Ich bring die Untersau! Sagst du bitte, was los ist? Was ist, hä? Sind Sie schon in Pension? Nein, ich arbeite am Abend. Was bloß, bist nicht arbeitslos, bist mein Kompagnon ab jetzt. Dreh gleich um in Fluchtrichtung. Das ist ein Einwand. Eisprung, kannst du kommen? Ich weiß nicht, wie ich Vater sein soll in meinem Alter. Du unterdrückst den Samenerguss. Bist du angerannt irgendwo? Du wirst überhaupt nicht mehr richtig feucht. Da können sie die Spermien gar nicht richtig weiter bewegen. Weißt du, was ich machen werde mit deinem Chef? Einen blutigen Rausschädel ins Bett, wie bei der Mafia. Georg? Sie haben angefangen. Das stimmt nicht, Sie haben angefangen. Sie haben angefangen. Ich fühle mich wie eine Insel, wo rundherum Wasser ist und keiner kann mir helfen. Halt einfach die Pappen. Bis. Wie viel würden sowas kosten? Das hängt davon ab, wie viel man kaputt macht.